Hallo ihr Lieben, diese Woche kommt eure Frage aus Erfurt. Ich lese sie einmal vor. Sehr geehrte Frau Wenzel, ich bin 52 Jahre alt und leide seit meiner Kindheit, mal mehr oder weniger, unter Migräne. Seit meiner überstandenen Brustkrebserkrankung leide ich auch unter mangelnder Konzentration, Merkfähigkeit sowie Durchschlafschwierigkeiten. Meine Bürotätigkeit habe ich seit 2 Wochen wieder angefangen. Wie kann ich mir aus Ihrer Sicht etwas Gutes tun, um mit mehr Gelassenheit und Zuversicht meinen Alltag zu meistern? Mit lieben Grüßen aus Erfurt. Gerade bei Kopfschmerzen und Migräne arbeite ich sehr gerne mit ätherischem Pfefferminzöl. Das ist nämlich gerade bei diesen Beschwerden durchaus vergleichbar mit der Therapie von Schmerzmitteln. Da gibt es sehr schöne Studien. Pfefferminzöl hat neben dieser entspannenden, für die Gefäße entspannenden Wirkung zusätzlich auch den schönen Effekt, dass es die Konzentration schärft und wirklich hell wach macht. Das heißt, mit dem ätherischen Pfefferminzöl haben wir schon mal 2 Fliegen mit einer Klappe geschlossen. Was jetzt die Durchschlafschwierigkeiten betrifft, da würde ich auf ätherisches Lavendelöl zurückgreifen. Einfach abends in die Duftlampe geben oder auch einfach auf ein Tuch neben das Kopfkissen gelegt. Der Lavendel beruhigt, erhöht die Schlafbereitschaft und sorgt für einen tiefen, festen Schlaf. Ich wünsche alles, alles Gute und freue mich auf nächste Woche. Bis dann, eure Melanie Wenzel.